Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Dies ist ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Und heute möchte ich mit euch eben über Zitate sprechen. Denn ich habe mir ein paar inspirierende Zitate herausgesucht. Ich habe ein paar inspirierende Zitate recherchiert, um sie mit euch zu teilen. Und ich habe vor, eine PDF zu machen, die ihr euch ausdrucken könnt und an eure Wand hängen könnt, um immer mit deutschen Zitaten inspiriert zu werden. Und meine Frage an euch ist heute auch, welche Zitate ihr am besten findet und welche Zitate ihr noch gerne hinzufügen möchtet. Welche Zitate inspirieren euch sehr? Das ist die Frage heute. Aber ich werde erstmal ein paar Zitate teilen, die ich herausgesucht habe. Und ihr könnt ja schauen, wie sehr ihr diese mögt. Was hat Goethe noch so gesagt? Goethe hat auch gesagt, halte immer an der Gegenwart fest. Jeder Zustand, ja jeder Augenblick, ist von unendlichem Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit. Dann meinte er, sobald du dir selber vertraust, wirst du zu leben wissen. Ganz wichtiges Zitat, finde ich. Und es ist auch sehr, sehr wahr. Es bleibt einem jeden immer noch so viel Kraft, das auszuführen, wovon er überzeugt ist. Ja, also man kann immer noch das tun, wovon man überzeugt ist, egal wie wenig Kraft man denkt, man hat. Man hat immer noch genug Kraft für die wirklich wichtigen Dinge. Und das letzte Zitat von Goethe. Das beste Monument des Menschen ist der Mensch. Also der Mensch ist selber ein Monument, das er sich geschaffen hat. Und Albert Einstein meinte, du scheiterst niemals, wenn du nicht aufgibst. Das ist doch ein gutes Zitat, um sich an die Wand zu hängen. Du scheiterst niemals, wenn du nicht aufgibst. Und jeder, der niemals einen Fehler gemacht hat, hat auch niemals etwas Neues probiert. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Ne? Wir machen alle Fehler. Wenn wir etwas Neues probieren, passieren Fehler einfach zwangsläufig. Und ich denke, wenn man sie akzeptiert im Leben, dann hat man ein viel glücklicheres Leben. Heinrich Heine, auch ein berühmter deutscher Dichter, meinte, in uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. Und dann gibt es natürlich auch viele deutsche Sprichwörter. Ja? Wir sagen zum Beispiel im Deutschen oft, Morgenstund hat Gold im Mund. Ja? Das heißt, es ist gut, früh aufzustehen. Ja? Morgenstund hat Gold im Mund. Und wir sagen auch, Übung macht den Meister. Ja? Wenn man Deutsch lernt, dann macht wirklich Übung den Meister. Und je mehr man übt, desto mehr kann man die deutsche Sprache meistern. Das sind jetzt ein paar Zitate, die ich mir recherchiert habe, die ich mir rausgesucht habe. Und ich werde sie auch nochmal hinschreiben in den Kommentaren oder im Facebook-Post, sodass ihr sie nochmal lesen könnt. Und ich bin gespannt, welche von den Zitaten fandet ihr besonders gut und welche Zitate inspirieren euch sehr, ja? Sie können von deutschen Schriftstellern sein, müssen es aber nicht, ja? Einfach nur Zitate, die ihr so richtig, die ihr richtig gerne an eure Wand
machen wollt, so Zitate, die ihr wirklich jeden Tag lesen wollen würdet, weil sie so inspirierend sind. Und dann mache ich euch eine schöne PDF, dann könnt ihr sie ausdrucken, denn ich werde sie auf Deutsch übersetzen, falls ihr sie nicht auf Deutsch parat habt, falls ihr sie nur auf Englisch kennt oder in einer anderen Sprache, werde ich sie euch übersetzen auf Deutsch. Dann mache ich eine schöne PDF mit schönen Bildern und dann könnt ihr sie ausdrücken und an eure Wand befestigen und dann seht ihr sie jeden Tag und dann seid ihr so richtig inspiriert, jeden Tag Deutsch zu lernen und das wird einfach wunderbar. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Rückmeldung und bis morgen. Tschüss!